Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Opening und zwar haben wir was ganz Besonderes und zwar ist von Magic the Gathering Herr der Ringe das Set rauskommen. Uns hat das Fieber gepackt. Wir werden euch heute ein paar Infos geben und an alle neuen Zuschauer herzlich willkommen. Vielleicht gefällt euch unser Content. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Da haben wir schon einige Booster von Herr der Ringe und wir sind mega gehypt auf das. Wir haben da einiges vorbereitet, auch ein paar Infos für euch. Und auch der Grund, wieso wir jetzt gesagt haben, nicht nur für uns selber, wir wollen das sammeln. Es ist im TCG was passiert, was komplett Neues. Das hat es vorher, was ihr uns verfolgt, so bei Yu-Gi-Oh!, bei Pokémon die letzten Jahre nicht gegeben. Das ist ein Produkt, was komplett überall wortwörtlich ausverkauft ist, komplett vergriffen. Der UVB-Preis, beziehungsweise der Preis am zweiten Markt, jetzt über eBay, Card Market, Privatanzeigen und so weiter, hat bereits schon bei einigen Produkten sogar den UVB-Preis überschritten und sehr viele Großhändler haben nichts mehr, bei sehr vielen Locals ist alles ausverkauft oder reserviert und viele wissen gar nicht, dass dieses Produkt erscheint und es ist wie damals bei auch Celebration, wie das war, theoretisch kann man in einen Spielzeugladen gehen, wenn es halt noch ein Produkt findet und das hat bereits am zweiten Markt schon mehr Wert. Und wieso das Ganze so hypt, warum das Ganze so viel Wert hat und haben euch rausrecherchiert auch die letzten, ich sag mal, Wochen und uns täglich angeschaut, wie sich die Preise verändern und haben euch da wunderschön auch aufgelistet. Aber kompakte Infos haben wir euch da zusammengesucht. Genau, dass ihr euch da Stunden an Recherche verbracht. Genau, und vor allem in anderen Sprachen Recherche erspart. So, richtig. Was haben wir da? Wir haben jetzt 4 Booster. Es gibt eigentlich noch ein 5. Booster, das habt ihr sehr eingeblendet, das Jumpstart Booster. Aber das gibt es so eigentlich im normalen Handel nicht zum Kaufen. Das kostet aber auch am Second-Markt, wie viel kostet das? So circa 6 Euro. Ja, sowas herum. Aber wir haben es leider zu Release nicht bekommen. Das ist, sonst hätte es da auch liegen. Und, aber was ist da der Unterschied? Ist, bei diesem Jumpstart-Booster habt ihr 20 Karten enthalten. Ihr könnt es öffnen, ihr könnt aber da keinen von diesen ganzen seltenen Ringen oder Chase-Karten ziehen. Sondern das ist wirklich dazu da. Ihr holt euch 2 solche Booster. Das sind nicht nur Karten, sondern auch schon Länder. Also 2 bis 3 Booster. Könnt sich direkt ein Deck bauen und einfach gegeneinander spielen. Aber sowas werdet ihr nicht im Handel bekommen. So, das ist aber schon ein Produkt, was ihr im Handel bekommen könnt. Mhm. Das kostet so UVB 6 Euro, ist am Second Markt noch für 5 Euro, aber ich schon fast UVB-Preis. Mhm. Da zum Beispiel Draft Booster hat man weniger seltene Karten, dafür mehr Common und Uncommons, um sich leichter Sets zu bauen, beziehungsweise oder ein Deck zu bauen, das ihr draften könnt. Dann die normalen Set-Booster, die sind auch schon interessanter. Da hat man mehr seltene Karten mit dabei, dafür weniger Vollkarten, weniger Uncommons und Commons. Und könnt ihr auch schon den einen Ring ziehen und habt auch schon mehr Chance. Den einen, ja. Und das ist halt, wie gesagt, 8 Euro circa UVB und 7 Euro schon am Second-Markt. So, und jetzt wird es interessant. Diese Sammler-Booster, was kostet das? Das kostet 42 Euro, also 41,99 habe ich bezahlt. Also ist der UVB-Preis. Das ist der UVB-Preis, also es kostet und 42 Euro und da sind 15 Karten drinnen. Genau, und aber fast nur Foils und auch sehr, sehr seltene limitierte Ringe, was ihr nur in diesen Sammlerbooster bekommt. Das richtig. Heißt, die anderen braucht ihr nicht kaufen, nur in denen. So, aber es gibt einen ganz speziellen Ring, den werden wir euch dann eh nachher auflisten. Der ist auch nicht im Deutschen, sondern gibt es nur im Englischen. Und im Englischen kostet dieses, also englische Booster, sogar schon über 42 Euro im Second-Markt. Und auch dieses normale Booster bekommt man noch ganz knapp, vielleicht für 40, 38 Euro, wenn es Glück habt, aber ohne Versand. Aber auch das beginnt schon den UVB-Preis zum Überschreiten. Und dieses Booster, das ist ein Boxtopper, den habt ihr auch nur, wenn ihr euch einen von diesen 3 Displays besorgt. Richtig, das ist zusätzlich drinnen verpackt, das heißt ein Display ist ein Topper, genau, immer dabei. Und der hat eine garantierte Realm and Relics, das seht ihr eh, was dabei ist, da gibt es 30 verschiedene, eine voll mit dabei und die können auch von 10 bis, ich glaube, 70, 80 Euro wert sein, aber ist natürlich dann reines Glück. Diesen gibt es auch nicht zum Kaufen, den bekommt ihr nur zu einem Display mit dazu oder am Second-Markt vielleicht 30 bis 40 Euro, je nach Sprache, wenn sich die sammeln wollt. Genau, da wollte ich noch dazu sagen, es gibt bei Magic auch noch das spezielle Search-Foil, das kann auch nur da enthalten sein, das ist ein spezielles Regenbogen-Foil. Vielleicht ziehen wir es ja heute. Ja genau, das aber auch das ist halt auch nur da enthalten, das Search-Foil und das ist auch ein Grund, wieso diese Sammler-Booster sehr viel teurer sind, also ihr bekommt auch sehr viel Wert draus. Natürlich könnt ihr das alles auch in einem
Display kaufen, zum Beispiel vor diesem Draft Booster kostet das Display, wie viel sind wir da? Da sind wir bei 216 Euro, würde es im UVB kosten, am Second Markt kostet ca. 160. Das ist schon etwas teurer mit 240 Euro UVB und am Second Markt für 175, aber auch alles natürlich steigend. Jetzt ist die Lieferung gekommen, es war Release gestern oder vorgestern und wie gesagt, die Preise sind eskaliert, wenn Sie das selber auf Will haben, eBay, TCG Player, Card Market selber nachschaut, genau. Ich werde so ein Augen nicht dran. Also wenn Sie das jetzt erst seht, das Set, kann schon sein, dass Sie zu spät dran sind. Und für die Leute, die was das Video später sehen, das ist wirklich die Preise, was wir heute sagen, sind von Tag der Aufnahme. Also nicht wundern, wenn Sie es zwei, drei Wochen später sehen, wo die Preise dann komplett explodiert sind. Also es kann sein, dass er doch Wizard schon gesagt hat, dass das ein One-Shot-Produkt ist, ein einmaliges Produkt. Wird kein Second Print kommen. Wenn sie einen Second Print bringen, was ich nicht glaube, dann wird das extrem viel Shitstorm sein, weil dann haben halt sehr viele in das investiert und auch in solche Sachen. Wenn es wirklich nur ein One-Shot-Produkt ist, kann das sein, dadurch, dass es durch die Chase-Karten, durch die limitierten Karten, durch das Herr-der-Ringe-Franchise, warum das Ganze auch etwas teurer ist, noch mehr ansteigen kann, beziehungsweise zu unleistbaren Preisen wird. Richtig. Aber es gibt natürlich auch mehrere Produkte, die seht ihr auch. Und das, wenn ihr das in einem Display haben wollt, da sind nur 12 drinnen in einem Booster, da sind 30 drin, da sind glaube ich 36 enthalten, das kostet bereits, und das ist halt extrem heftig, wenn ihr euch jetzt im Laden kaufen würdet, 504 Euro. Ihr bekommt es auf, ich sage am Second Markt noch für ein bisschen etwas über 400. Aber in Deutsch. In Deutsch. Und wenn ihr das in Englisch haben wollt, dann seid ihr auch schon bei Englisch bei 500 Euro plus. Ja. Und wie gesagt, nicht, dass das abwärts geht, sondern eher steigend ist. Genau. Und das hat den Grund, weil im Englischen kann der One for One drinnen sein. Genau, nur Designer-Ring. Genau, da kann im deutschen Sammlerbooster nicht drinnen sein, aber da gibt es andere Ringe, die man ziehen kann. Bevor wir das noch öffnen, haben wir wunderschön für euch, und da geht auch Props raus an den Andy für seine schöne grafische Darstellung, haben wir euch nochmal rausrecherchiert, wie die Pull-Release von diesen Ringen und was da für welche gibt. Genau. So, und es gibt, auf der einen Seite gibt es mal diesen Sonnenring. Der Sonnenring ist ein sehr bekannter Ring von Magic. Der gibt es halt in dieser limitierten Ausführung mit limitierten Zahlen. Und da gibt es für Elben gibt's welche, da gibt es für Zwerge. Zwergen welche und noch für die Menschen. Richtig. Von den Elben gibt es 300, von den Zwergen gibt es 700 und von den Menschen 900. Aber seht ihr jetzt dann alles davon eingeblendet? Genau, ist alles in der Blende. Drückt kurz auf Pause, da könnt ihr euch das genau anschauen. Und was ist das Ganze wert? Also wenn ihr einen Elbenring zieht, aktuell Angebote und auch gekauft schon zwischen 10.000 bis 50.000 Euro. Ihr habt eine Chance von 0,01%. Das sehen so einen Booster hier, das ziehen könnt. Mit Seriennummer. Also, das ist halt schon mal sehr heftig. Dann, danach kommt schon zu 0,025% Chance der Menschenring. Der Zwergenring, der wird zwischen 4.000 und 8.000 Euro angeboten. Es wurde auch schon einer, glaube ich, für 12.000 oder 13.000 Euro gekauft. Aber man darf halt auch nicht was vergessen, es gibt Zahlen, Nummerierungen. Einer will zum Beispiel für eine 1 natürlich mehr zahlen, als für eine Nummer 250. Genau, also ich hätte gerne einen Menschenring mit 420. Und also, wenn es einen Lord of the Weed-Fan gibt, wer das noch kennt, der will einen 420-Ring haben, warum nicht? Richtig. Das ist bereit mehr. Aber wenn jetzt einer sagen will, er will vor allem Nummer 111 haben, also da werden Preise dann entstehen, da sind wir weit von da, wo wir jetzt gerade sind. Oder wenn jetzt einer die Lieblingszahl 8 hat, will für jeden die Nummer 8 haben, die sind halt dann mehr bereit dazu zum Zahlen. Oder 1, 2, 3, es gibt ja viele Varianten. Genau, und dann gibt es noch als Schluss den Menschenring, von denen gibt es dann 900 limitierte Stück zu 0,065%, könntest du den haben. Und 0,065 wäre jetzt alles zusammengerechnet und der geht so zwischen 3.000 bis 4.000 Euro. Auch schön, wenn man auch den schon zieht. Gut. Und wie gesagt, das könnt ihr alles ziehen. Genau, und dann gibt es das Ganze auch noch nicht nummeriert, aber auch limitiert. Genau, also nicht nummeriert mit 3.000 von den Elben, 7.000 von den Zwergen und 9.000 von den Menschen zu 1%, also 0,1, 0,25 und 0,3%. Aber die gehen auch zwischen 800 bis 1000, 400 bis 500 und 280 bis 350 Euro, was sie aktuell gekauft täglich werden. Ja. Und eine kurze, schreibt es in die Kommentare, warum das 300, 700 und 900 sind. Also das hat einen bestimmten Grund, wer Herr der Ringe kennt, weiß warum es ist. Wir werden es dann noch erwähnen im Video. Und aber schreibt es mal rein. Auch zu diesen Preisen, das ist nicht so, dass diese Preise undercutted werden und weniger werden. Nein, also wie wir vor zwei, drei Tagen noch das Ganze recherchiert haben, hat man diese ganzen nummerierten Ringe, also diese nicht nummerierten, auch diese limitierten Ringe für 50 bis 100 Euro günstiger bekommen und die sind am Steigen. Ja, und die sind wirklich sehr, sehr selten. Das wird halt weggekauft. Und allgemein zum Thema DCG,
wie heftig ist das bitte, dass ihr in einen Spielzeugwagen gehen könnt oder in einen Laden gehen könnt, ihr holt euch ein Booster und zieht deine Karte raus, die mehrere hundert Euro wert ist oder sogar 1000, 5000, 10.000 plus Euro aus einer Karte. Ja. Also das ist geisteskrank, weil das, diese Nummerierungen, das kennt man ja nur aus dem Sportbereich, aus Sammelkarten. Richtig, mit, aber jetzt bringen sie... Und jetzt bringen sie es im TCG, also Wahnsinn, was da abgeht. Richtig. Und das ist aber nicht die teuerste Chase-Karte. Nein, die teuer, auch, den 1 von 1 gibt es noch, aber den gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Ich glaube, 7 Stück gibt es von dem. Genau, aber auch der, wie gesagt, das ist trotzdem der seltenste, gibt es halt nur da. In allen Sprachen. In den Englischen gibt es ihn nur im Englischen. Ja, gibt es nur im Englischen. Genau. Wie gesagt, für den liegt dabei ein Angebot von 2 Millionen Euro vor. Und das ist, wie zwei gesagt, Mille. 2 Mille. Und es kann sein, dass das Angebot sich noch steigert, weil zu Hütchen, denke ich, wären sie es nicht. Und ja. Also, wenn ihr Glück habt und ihr kauft euch einen Boost auf, weiß nicht, auf eBay, bietet es mit und habt einen Ring um 2 Millionen Euro drin. Ja, aber die Punktchance von denen ist 0,00003, also das ist wirklich Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und da gewinnst du ja, glaube ich, im Lotto. Und das ist mal, was ihr zu diesen limitierten oder Ringen habt. So, und dann gibt es aber noch auch den normalen Ring. Und bevor wir euch da jetzt die Auflistung zeigen, ist zum Beispiel einer, den ihr haben könnt. So sieht der Ganze aus. Das ist dieser eine Ring. Wir haben sich schon einen besorgt für die Sammlung. Wunderschönes Teil. Wie gesagt, wir sind komplett im Fieber. Auch schon jetzt einige Zeit. Da stehen auch und es werden noch sehr viele Openings kommen, auch die Tage. Ja. Und wir haben ja gesagt, wir sind die Kartensammler. Irgendwann wird ein zusätzliches Opening kommen. Und ja. Das hat es uns anbauen. Und Magic muss man machen. So, und was hat es jetzt mit den Ringen auf sich? Es gibt nicht nur diesen einen Ring, sondern es sind insgesamt 8 Ringe, die ihr ziehen könnt. Und genau. Da gibt es halt auch verschiedene seltene. Es gibt diesen Alternative Ring, den habt ihr halt garantiert auch in dieser Bundlebox mit dabei. Den könnt ihr auch so in Non-Foil auch noch aus einem normalen Booster ziehen. Mhm. Dieser Ring ist aktuell circa gerade 35 bis 40 Euro wert. Ist, würde ich sagen, der häufigste, weil, wie gesagt, ihr könnt ihn garantiert aus diesem Bundle bekommen und auch so ziehen. Ich hätte mir auf allgemein am Anfang gedacht, dass diese Ringe extrem droppen werden, weil ich wollte mir selber 4 Ringe für unsere Commander-Decks besorgen, dass man einfach so just so fun jeder einen Ring hat. Ja. Aber die Ringe sind alle am Steigen. Mhm. Ihr bekommt die nicht mehr für 20, 30 Euro. Die sind alle auf 30 bis 40 Euro. Und entweder kauft ihr alle bei aus oder die sind wirklich so begehrt und so spielstark. Ja, und was haben die anderen Ringe für einen Wert? Es gibt dann noch den einen Ring, also dass ihr jetzt auch im Vergleich seht. Diesen Ring gibt es auch als ganz normal ohne Foil, geht auch schon 35 bis 40. Den könnt ihr in Foil ziehen, hat ca. 0,5% Chance, dass ihr den bekommt in einem Holofoil und der Holofoil geht auch schon 70 bis 100 Euro, dann könnt ihr den in einem Extended Artwork ziehen. Da geht er aktuell gerade 45 bis 50 Euro und wenn ihr den Extended Art auch in Foil ziehen könnt, was sehr, sehr selten ist, auch wieder 0,1% nur circa, geht der aktuell 300 bis 400 Euro. Das heißt, nicht nur diese Elbenringe oder diese limitierten Menschen-Elben-Zwergenringe sind selten und wertvoll, sondern auch die normalen Ringe. So, und dann diese Promo, was wir euch gezeigt haben, den könnt ihr zum Beispiel nur bekommen in diesen Pre-Release Kits. Und es gibt 80 verschiedene Promos, das heißt, ihr müsstet euch theoretisch, dass ihr den zu 100% habt, 80 Kits kaufen. Und bedeutet, 80 Kits kosten 3200 Euro. Ja. Und für 3200 Euro könnt ihr euch genauso von diesem Sammlerbooster, könnt ihr euch auch schon ein Case mit 6 Stück holen und. Drum finden wir es dieser Ring auch einer der begehrtesten, weil der ist halt auch, ich glaube, den hat man für unter 50 Euro noch bekommen vor einer Woche. Noch, und jetzt, der ist am Steigen, kratscht, also ist schon über 100 Euro, kratscht schon die 150 Euro Grenze, kann sein, dass das auch der wertvollste wird. Wir öffnen sogar so ein Privileg. Ja, also wir haben sowas da, also wir wirklich öffnen jedes Produkt, machen wir bei Magic nicht, aber ich bin so kaputt. Und der Ringe. Also wie gesagt, wenn Sie halt auch einen seltenen Ring für euch so haben wollt, seht ihr auch da, was die Pull Rates sind oder wie Sie den bekommen können, was die wert sind. Und ja, natürlich, es ist alles jetzt, wie gesagt, keine Investmentberatung oder nichts, aber wenn jemand sagt, er möchte diesen einen Ring für sich zu Hause haben, da seht ihr jetzt circa, und natürlich diesen One-for-One gibt es halt auch noch, aber ich glaube, den werden sie nicht so viele holen. Den werden sie nicht so viele holen. Den holen wir aus der Kaffeekasse. So, aber ich hoffe, das war euch hilfreich. Genau. Gibt's einen kleinen Überblick jetzt. Richtig. Und natürlich, wir sind die Karten, was wären die Kartensammler ohne Opening? Ja, wir öffnen natürlich das Ganze auch. Aber eines von den Sachen werden wir nicht öffnen. Da kommt ein extra Video. Wir haben nämlich ein paar mehr. Weil wir haben uns nämlich was vorbereitet. Wir haben keine Mühen und Kosten gescheut und haben versucht, mehrere von denen heranzubekommen, dass wir ein eigenes Top-Opening haben können, auch das für Full-Rate, für Ratios. Aber
Das jetzt, wie gesagt, in einem nächsten Video. Also lasst ein Like, Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt, sind wahrscheinlich auch der einzige Kanal weltweit auf YouTube, was ein eigenes Topper-Opening dann hat. So, und dann hätte ich gesagt, ich fange First Pack an, mit dem dann holen wir ich das. Magst du das Draft? Da sind mehr Karten drin, als wir zu bringen. Oder wie du magst. Ich mag nur das Sammlerboost aufmachen. Du kannst okay, na, dann fange ich mit, dann mache ich die zwei. Ja. Und dann darfst du dafür das teure. Sammlerbooster, ja. So, also, dann tun wir die derweil da oben hin. So, und schauen wir, was wir da ziehen können. Also, wie gesagt, der Draft-Booster. Draft-Booster sind weniger Rares, sondern mehr Commons. Nein. Ja, genau. Oh ja, richtig. Mehr Commons, Non-Commons ist dazu gedacht, dass man sich... Die Draft-Booster sind auch im Privilege-Kit drinnen für Privilege-Turniere. Genau, dass man sich leichter Decks bauen kann oder dass man sich, ja, seine Sammlung schneller voll bekommt. Und hätte ich gesagt, natürlich kurz, wenn wir alle rausgehen, weil wir spielen selber das Online-TCG nicht. Also, na, also könnt ihr euch alle eins geben. Wenn irgendwo ein Code dabei ist, gönnt ihn euch. Könnt ihr euch haben. So. Dann beginnen wir. Wir haben die große Halle der Zitadelle und auch für alle Herr der Ringe-Fans, wie gesagt, es sind sehr viele Schauplätze mit dabei, ja, mit richtig coolen Sachen. Und dahinter als erste haben wir Reiter der Ostmark. Mhm. Dann haben wir Feuerwerk der Zauberei. Mhm. Dann haben wir Ritter von Dol Amroth. Das sind auch alles jetzt dabei nur Common-Karten. Schicksalsknappe des Königs. Speer aus Lothlorien, Wahnsinn, der Name. Dann Speermeister aus Haradrim. Dann haben wir wieder eine Ankommen, also eine Common Geist der Totensümpfe. Dann Eisvogeln von Ithilien. Falls irgendwas falsch ausgesprochen wird, tut uns das leid, ja. Ist halt trotzdem Herr der Ringe, großes Universum, Verbannung aus Edoras. Dann haben wir da die erste Ankommen, Arwen und Umiel. Mhm. Dann haben wir das Badelied, auch eine Sage, ist auch für jemanden, der schon länger nicht Magic spielt, hat auch eine neuere Mechanik, diese Sagenmechaniken. Dann haben wir Sarumans Hinterhältigkeit, auch so erste wieder Saruman-Karte, auch sehr cool. Dann haben wir die erste Rare, den Feind herausfordern. Und sie macht dann cool, da unten habt ihr dann so dieses, nochmal, das finde ich halt auch allgemein so nice von Magic, dass noch diesen Foil-Ding da unten mit dabei ist. Dieser Stamp, dieses genau. Dreieck, ja. Dann haben wir eine Ebene. Und dann am Schluss einen Ork-Armee-Token. So, das heißt, habt ihr auch einen Token mit dabei. Token braucht man auch für die Ork-Mechanik, weil sie da immer so dann 1 und 1 Marken drauflegt. So, wie gesagt, das sind die Draft-Booster. Wir haben jetzt nur eine Rare gehabt und wie gesagt, mehr Commons und Uncommons. Aber wie gesagt, das ist zum Spielen gedacht. Und auch jetzt dann, aber wenn sie sagt, ihr möchtet jetzt Set öffnen, viele natürlich öffnen nicht nur zum Spielen. Aber ich sage auch allgemein, das Produkt ist für Sammler gut und für Spieler gut. Das auf jeden Fall. Und coole Reprints natürlich. Ja, genau. Und natürlich auch, wenn jemand Herr der Ringe-Fan ist, vor allem bei uns ist selber, wir werden auch nachher noch auch mit dem Einsteigerpaket werden wir sich battlen. Das heißt, wir sind auch diese typische Kategorie. Wir kennen sich mit Herr der Ringe aus. Wir wollen TCG. Uns gefällt das Ganze. Und wir haben ja früher auch schon Magic gespielt. Genau, wir sind Herr der Ringe-Fans. Nicht jetzt bei den Eingefleischten, aber trotzdem finden wir coole Filme gewesen und alles. Ja. Und... ja, und wieso nicht jetzt mit dem wieder starten und kombinieren und gleich verbinden. So, Lebenspunkte, Turnierteilnahme und mehr. So, und auch schön, das finde ich auch cool. Es gibt auch immer solche Artwork-Karten mit dabei, kann man auch sammeln. Auch sehr schön eigentlich, dass das ist halt auch wieder ein Punkt von Das ist auch gleich wieder ein gutes Pack. Sieht auch dann an einer Nummer, Nummer 4 von 81. Mhm. Habt ihr mehr Artworks, finde ich auch coole Sache. Das finde ich cool. Und da haben wir da auch ein Gebirge und auch diese Länder haben die sehr cool gemacht, weil da gibt es dann mehrere verschiedene, auch jetzt zum Beispiel von Gebirge gibt es zwei, glaube ich, verschiedene oder für jeden gibt es zwei und wenn sie dann zusammenlegt, hat sie irgendwie so die ganze Mittelerde. Karte ja von Mittelerde, also sehr cool gemacht. So, ja. Das Gebirge, dann haben wir da den Boten täuschen, dann Isengards Verrat, schaut auch cool aus mit diese ganzen Orks, sehr nice, also wirklich auch coole Artworks mit dabei, dann Morias Heere. Dann haben wir Kriegsbeste aus Gorgoroth. Dann Aufstieg des Hexenkönigs. Ist halt auch eigentlich ein cooles Artwork. Dann haben wir Unersättliches Untier. Schattenbeschwörung. Da haben wir da auch wieder mal... Das ist jetzt keine Extended Art, sondern ist eine Full Art, würde ich mal so sagen. Vielleicht gibt es auch einen eigenen Begriff dafür. Aber auch dieses Bild, können wir hier auch einblenden. Da gibt es also ein ganzes Bild, wo man mehrere solche Full Art Bilder holen kann. Dann habt ihr ein schönes Bild, was sich auch die Wand tun könnt oder so. Und ja, auch schöne Karte, Düsterwald Fledermäuse. Dann haben wir doch auch wieder eine Rare. Ruf der verlorenen Insel. Auch in diesem Full Art Artwork leider kein Foil oder sonstiges. Schade. Aber auch eigentlich eine schöne Karte. Mhm. Dann haben wir wieder eine Rare. Durins Tor. Und dann haben wir eine jetzt Holo oder Reverse Foil, würden wir sagen.
aber eine Foilkarte von Ringsicht. Also wie gesagt, da waren schon jetzt bessere Karten dabei. Also wenn ihr jetzt vergleicht mit diesen Draft-Boosten, jetzt da seht ihr, habt ihr da auch bessere Hits auf jeden Fall. Und am Schluss haben wir einen Speisetoken. Wie gesagt, das ist jetzt kein Doppeltoken. Es gibt auch welche, wo es auf beiden Seiten sind. Das werden wir gleich im nächsten sehen. Aber auch Speisetoken ist sehr cool, weil es diese Speisemechanik gibt. Es gibt immer wieder Karten, die so Speisetokens hervorrufen. Und dann habt ihr gleich da die Tokens mit dabei. Aber auch, muss ich sagen, schöne Hits auch jetzt für jemand, der auf unserem Kanal eher Yugi und Pokémon öffnet. Was müsst ihr sagen? Aber seht es auch einmal. Ja, genau. Was haltet ihr von solchen Artworks? Schon noch cool. Und wenn man jetzt, wie gesagt, Herr der Ringe-Fan ist und auch jetzt nicht wirklich unbedingt Magic-Fan, finde ich, ist das für jeden cooles Artwork, schöne Sets zum Sammeln. Und, was auch gleich ein Tipp ist, wenn viele Leute das öffnen und viele Leute diese Ringkarten chasen oder diese speziellen Karten, werden natürlich die anderen Karten vom Preis fallen. Das heißt, wenn ihr euch auch ein Master-Set voll machen wollt, wird es vielleicht günstig. Ja, wird es auf jeden Fall günstig, würde ich noch etwas warten und dann habt ihr so eine schöne Magic-Sammlung mal. So, und jetzt gehen wir da in das Highlight. Ins letzte Booster. Vom heutigen Opening. Richtig. Bin ich wirklich gespannt. Vierter Slot kann ein Ring sein. Genau, vierter Slot ist entscheidend. Und nach wie vor, selbst wenn ihr im vierten Slot keinen Ring habt, das geht extra habt ihr eine Chance, aber das sind auch wieder von irgendwelchen Prozenten, dass ihr eine Search-Foil-Karte habt. Das ist ein ganz spezielles Foil, diese Karten gehen auch am Anfang so schön und so. Diese Karten gehen auch zwischen 100 bis 1000 Euro. Das ist eine von diesen 30... Aber warte, du nochmal umdrehen. Achso. Weil das ist jetzt wahrscheinlich eine doppelseitige. Genau, das ist diese doppelseitige. Genau. Da habt ihr auch wieder einen Speisetoken und dann auf der anderen Seite diesen Soldatentoken. Aber ist auch eine sehr coole Karte, gibt es einen schönen Foil. Dann gehen wir. Ich würde sagen, wir legen jede einzelne runter, oder? Richtig. Dahin. So, Wunde von Morgul Messer. Und da würde ich auch gleich auffallen, selbst die erste Karte ist gleich mal eine Foil-Karte. Richtig, sind Foil. Dann Erebor Flammenschmiedin. Smeargold 10. Ist wirklich gebogen. So, was haben wir dann da? Was ist jetzt? Pilzwachhunde haben wir da. Ja. Also, wie gesagt, leider kein Ring mit dabei, aber auch coole Foilkarten. Mhm. Der alte Wiedermann. Ein Gebirge. Auch jetzt Foil. Wieder in Foil. Sehr cool. Dann. Da haben wir schon mal eine. Galagats Untergang. Genau, eine Rare Foil Legende kann vielleicht auch was wert sein. Wow! In Extended Art! In Extended Art den Ring gezogen! Wahnsinn! Stark! Und wir haben einen Ring! Yeah. Der ist so selten! Wirklich? Der ist so selten! Stark! Leider nicht der ganz heftige, leider auch aber nicht trotzdem in Foil, wenn, der Ring. Noch, wenn der noch in Foil gewesen wäre. Ja. Wenn der noch in Foil gewesen wäre, wäre das schon eine 300 bis 500 Euro Karte aber gewesen. Aber so auch nicht schlecht. Aber sage ich ganz ehrlich, den würde ich sofort einsleeven. Und bevor wir da weitermachen, will ich mal trotzdem den nochmal anschauen. Weil wie gesagt, diese Karte ist auch schon raw, liegt ungefähr bei 50 Euro. Wie gesagt, wird sehr gekauft, hat gutes Centering. Schauen wir sich die Rückseite ist leider etwas off. Aber wie gesagt, wir sind jetzt nicht die, was unbedingt wegen am Grading schauen. Aber wir haben einen Ring. Nicht, wirklich, der ist selten. Zieht man nicht in jedem Pack. Nein. Aber auch sehr schön. Wir haben einen Ring. Cool. Na, bitte. Und er sagt das so. Ich brauche mal keinen Ring, weil ich ziehe einen. So. Dieses, der nächste Slot. Ja, genau. Und diese Artworks auch. Das sind so Szenen, wo man speziell nochmal in diesem Ring-Artwork, können auch in Foil noch sein, nochmal spezielle Szenen hat. Also auch sehr cool. Oh, das ist das, könnte eine gute ist eine mythische, aber das könnte eine sehr, sehr gute Karte. Ist die in Foil? Nein, ist nicht in Foil. Könnte auch eine sehr, sehr gute Karte sein. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir, was haben wir da noch? Und die ist sehr gut. Verrückter Halbling ist sehr, sehr stark. Ist die in Foil? Nein. Auch in Nicht-Foil sehr, sehr. Also, allein ihr seht, das Pack hat 42 Euro gekostet. Wir sind wahrscheinlich jetzt schon auf 100 Euro. Nur mit einem Booster. Nice. Aber es ist noch nicht vorbei. Also, Bombenpack. Und dann? Jetzt sind wir genau die, was wir gesagt haben. Jetzt sind wir genau stark. Die gleichen nochmal in den Last Hit. Da haben wir nochmal Pippin, Wächter der Zitadelle. In Holo. In einem schönen Foil. Ja, da sind einige gute Hits dabei. Aber da sind einige gute Hits, weil wie gesagt, das dürfte eine Mythic Rare sein. Kann sein, dass es eine von den 30 da ist. Ich weiß es jetzt leider nicht. Kann durchaus möglich sein, ja. Aber auch alleine Nicht-Gedur und Zaubersprüche kosten beim Wirken eins mehr. Sehr strong. Mhm. Also, ihr seht's.
diese Ausbeute, was sind die Preise? Also ich muss sagen, mega gutes Pack. Das war wirklich ein starkes Pack. Ein Booster-Pack. Ein Booster, ja. Jemand, die aus Magic, also nicht von Magic, sondern von Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Bereich sind, wissen, okay, dieses eine Booster kostet schon so viel fast wie ein Display oder so viel wie eine ganze Top-Trainer-Box. Und ihr seht nur mal die Hits aus diesem einen Booster. Also wirklich gestört, hat mega Spaß gemacht und wir machen noch so viel. Ja, es wird noch mehr kommen und wir haben am Release einen Ring zu. Leider nicht einen von den besseren, aber ich würde schon sagen, einen Ring haben wir. Von diesen, der eine Ring ist da schon die viertbeste von 8 verschiedenen, die man ziehen will. Ja. Mega, mega stabil. Wenn der in Fall gewesen wäre. Der wäre 300-400 Euro im Fall. Wenn der in Fall wäre, der ja, 300 Euro. Aber wie gesagt, für alle, die jetzt neu da das erste Mal sind, lasst euf jeden Fall ein Abo da und like auch bitte ein Like auch für die Recherche und so. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, dieses Topaz Special, lohnt sich auf jeden Fall auch einer der nächsten Videos von uns zum sehen. Auf das freue ich mich. Hat richtig Spaß gemacht. Mega Spaß gemacht. Ich glaube, ihr habt es auch gesehen jetzt, wieso dieses Set so gehypt ist. Natürlich, auch wichtig, geht's nicht in den nächsten Laden, kauft sich alles aus, weil nur weil wir jetzt da Glück haben und vielleicht gute Hits haben, muss es nicht heißen, dass ihr das auch habt. Ja. Also wie gesagt, immer nur Geld ausgeben, was man bereit ist, auch ich sag's, was ist zum Verlieren. Und ja, man verliert dann nichts, man hat ja was. Ja, genau, ihr habt sie immer einen Gegenwert. Aber auch für diejenigen, die jetzt sagen, wir wollen nichts öffnen, wir wollen nicht da irgendwie in Produkte rein oder irgendwas groß. Wie gesagt, wir haben auch Sealprodukte, die sehr cool sind, auch zum Spielen, die werden wir euch auch noch zeigen. Und ja, was mega Spaß macht. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein!